Die Fakten über Theodokorentzis, den griechischen Dirigenten, der nach der Annexion der Krim Russe wurde, liegen eigentlich alle auf dem Tisch. Im Vorstand seines Orchesters Musica Eterna sitzen drei Putin-Vasallen, der Chef der VTB-Bank, Russlands Nationalbankchefin und der Gouverneur von St. Petersburg. In Kiew werden derzeit Spielplätze bombardiert, Europa wird das Gas und das Öl abgedreht, aber in Österreich und Deutschland streiten Intendanten, ja, es sind alles Männer, dafür weiter Geschäfte mit Theodokorentzis machen zu können. Und ihre Argumente sind hanebüchen. Ganz aktuell Baden-Baden-Intendant Benedikt Stamper und Dortmund-Intendant Raphael von Hösenbroich. Sie haben gerade den Kurenzis Tristan abgesagt und stattdessen das Verdi-Requiem aufs Programm gestellt, weil das Stück zur Situation passe, hieß es, zur aktuellen Lage. Es darf als, Zitat, Statement verstanden werden. Klar, Requiem, Krieg, Tote, gleich traurig. Kurenzis, der große Tröster der Ukraine. Aber hey, Benedikt und Raphael, könnt ihr mir erklären, warum verdammte Hacke Theodokorentzis und Musica Eterna genau dieses Requiem vorher auch in Moskau spielen, bezahlt übrigens von Putins VTB-Bank? Was für ein Zeichen ist Verdi denn da? Für wie blöde wollt ihr uns eigentlich verkaufen? Natürlich wird das Verdi-Requiem in Moskau von Putin und Kurenzis Buddy, VTB-Boss Andrei Kostin, nicht als Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine verstanden. Also bitte, don't fucking bullshit us. Warum habt ihr uns in eurer Presseerklärung nicht lieber erklärt, welche Sänger denn nun nicht mehr bei euch mit dem Theodor auftreten wollten, welche den Tristan abgesagt haben? Andreas Schager? Raus. Thorsten Kerl? Raus. Haben hier Künstler etwa mehr Haltung als Intendanten? Das Eis wird dünn, aber ihr verkauft euer Publikum einfach weiter für dumm. All das ist übrigens genauso wie ein anderes fatales Kurenzis-Märchen, das in Wien gern gesponnen wird. Konzerthauschef Matthias Naske wird nicht müde zu erklären, das Benefizkonzert von Musica Eterna wurde damals nur abgesagt, weil, Achtung, der ukrainische Botschafter interveniert hätte. Nein. Erst wollte das Rote Kreuz die Kohle von Musica Eterna nicht haben und sich nicht am Whitewashing von Schweigefuchs Kurenzis beteiligen. Und dann intervenierte erst der Botschafter. Am Ende hat der Konzerthauschef persönlich, von dem man damals noch nicht wusste, dass er zeichnungsberechtigt für die, Achtung, Musica Eterna Stiftung in Liechtenstein war, das Konzert selber abgesagt. Ja, passt aber besser in die Kurenzis-Blase, erstmal der Ukraine die Schuld in die Schuhe zu schieben. Nicht der Aggressor ist schuld, sondern natürlich der Angegriffene. Woher kennen wir das nur? Okay, Wien. Das ist überhaupt ein schweres Pflaster. Ehrenmitglieder in Naskes Konzerthaus sind, wen wundert es, der hier? Ja. Und natürlich seit kurzem auch der hier. Kein Wunder, dass in der Konzertpause von Utopia gern noch mit Theo-Devotionalien gehandelt wird. Hier, das ist ein echter Insta-Post. Theo-Gemälde für 200 Euro mit Rahmen. Ach, das ist doch ein Schnäppchen. Und ja, für manche Hardcore-Fans wird sogar der Konzerthauschef selbst zum Centerfold-Boy. Okay, Österreich, klar. Red Bull finanziert Utopia, Ion Holländer moderiert, genau, das ist der Staatsopern-Opi mit dem Satz, die Krim ist russischer als russisch. Und dazu gibt es eine merkwürdige Presselandschaft. Ö1 oder die Zeitung Die Presse akzeptieren selbstverständlich Theo-Interviews mit der Vorbedingung. Don't mention the war. I mentioned it once, but I think I got away with it, all right. Will you stop talking about the war? Me? You started it? We did not start it. Yes, you did. You invaded Poland. Don't mention the war. Aber in Deutschland, da haben wir doch den SWR, der auch an Kurenzis festhält, und auf der Seite von SWR 2 keine Nachricht darüber, dass Köln Theo und den SWR ausgeladen hat. Müssen wir jetzt etwa auch noch über Russland und die deutsche Presse reden? Okay.
Mit Theo Wörth viel Geld verdient, sehr viel Geld. Baden-Baden, Dortmund, Wien, all das kann man wegen so einem beknackten Krieg doch nicht einfach aufhören. Für unsere Intendanten hat das hier offensichtlich nichts mit ihrer Arbeit zu tun. Sie machen weiter Geschäfte mit einem Ensemble, das von Putin-Getreuen geführt wird und mit einem Griechen, der nach der Annexion der Krim zum Russen wurde und Geschäfte mit Putins Inner Circle macht. Das ist die Ösi-Fraktion. Markus, Hinterhäuser, Matthias, Naske, Christoph, Liebensäuter und da sind natürlich noch Benedikt und Raphael. Sie alle verdienen Geld mit und an Theo, Musica Eterna und Utopia. Ach was, sie können doch gar nicht anders. Die ganzen Strukturen. Gespräche mit Kurenzis seien wegen der Situation so schwer, hieß es einmal aus Baden-Baden. Fast so, als gäbe es keine Telefone. Ja, und wissen Sie eigentlich, wie schwer es ist, ein Konzert abzusagen? Hey, Leute, klar. Mercedes, Ikea, Bayer, McDonald's, all die haben sich quasi über Nacht aus Russland zurückgezogen. Aber das Konzert eines Orchesters, das von 3 Hardcore-Putinisten geleitet wird, abzusagen, ja, das ist mit Sicherheit schwerer als 100 Filialen mit Tausenden von Mitarbeitern zu schließen. Hallo, Klassik? Wo lebt ihr eigentlich? Ah ja, klar. Ihr seid die Brückenbauer, die russischen Komponisten des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts suchten den Austausch mit der westlichen Musikwelt. Motiviert durch Neugier und Freude am intellektuellen Dialog, lassen Sie uns diesen bei aller Verurteilung des Krieges erhalten und keine, Achtung, Hexenjagd auf russische Menschen und Kultur zulassen, weder seitens Europas noch Russlands. Genau mit diesen Worten antwortet die Konzertdirektion Hans Adler ihren kritischen Abonnenten. Man muss sich das auf den Mund zergehen lassen. Hexenjagd, Verurteilung des Krieges, aber hey, trotzdem. Wer macht denn da eigentlich eine Hexenjagd auf russische Menschen? Doch niemand. Sokolow, Kissin, Pletnev, sie alle sagen ganz klar, Putin, Finger weg von der Ukraine. Und sie spielen, musizieren überall. Alles Russen. Tschaikowski wird nirgends in Deutschland gecancelt. Was wird da eigentlich für ein Bild aufgebaut? Wohlgemerkt nicht von Putin, sondern von einer vollkommen biederen deutschen Konzertagentur. Der böse Westen verbietet alles, was russisch ist. Nein, Hans Adler, das tut er nicht. Nochmal. Im Vorstand von Musica Eterna sitzen der VTB-Chef, Putins Nationalbankchefin und der Gouverneur von St. Petersburg. Das ist die Heimat von eurem Theo. Neben Utopia, das zur Hälfte von Red Bull Mann und für nationale Tendenzen kritisierten Dietrich Mateschitz bezahlt wird und zur anderen Hälfte von, von wen nochmal, wissen wir nicht. Von welchen Zwischentönen also, liebe Konzertdirektion Adler, reden wir hier eigentlich? Und wer wundert sich wirklich noch darüber, dass in Baden-Baden, Dortmund, Wien oder bei euch Konzernveranstalter Adler, dass die Geschäfte mit diesen glorreichen Dreien gerade nicht richtig geil sind? Zwischentöne für Kurenzis bedeuten Schweigen, Spalten. Und die stille Freude an der Spaltung der westlichen Klassikszene. Ein Wort, ein Satz würden genügen, aber nichts. Stattdessen genießt er das große Kino, das wir ihm hier vorspielen. Ich stelle mir Wladimir Putin vor an seinem großen weißen Tisch. Er wäre stolz auf Theo. Valery war noch plump, ein Bekenner. Kurenzis ist klüger, einer, der irritiert, der spaltet, einer, der Putins Taktik verkörpert, die andauernde Ambivalenz. Anarchie predigen und Rubel kassieren. All das finden selbst absolut kritische Klassikjournalisten irgendwie sexy. Theo müsse man doch verstehen, schreibt das Fun-Magazin. Russischer Widerstand sei nur durch Oligarchen zu finanzieren. Das System Theo eigentlich zutiefst subversiv. Liegen die Fakten nicht alle auf dem Tisch? Theos Oligarchen allesamt auf der schwarzen Liste der echten Russland-Opposition von Kasparow oder Nawalny. Putin-Vorstand, VTB-Sponsoring, Gazprom-Tour. Selbst jetzt noch, der Musica Eterna Chor ist gerade beim Gazprom-Festival in St. Petersburg dabei. Keine Reue, nirgends. Russische Kohle? Überall.
Aber vielleicht ist der ganze Kult auch nur Selbsterhaltung. Während ganz Europa im Winter frieren soll, könnten sich echte Theodor-Kurenzis-Fans wenigstens heiße Theo-Gedanken machen.